Wir haben hier ein 1:1 Modell des ersten österreichischen Satelliten, des TOG SAT 1 oder Bright Austria. Die Aufgabe des Satelliten ist die Messung der Helligkeitsschwankungen von massereichen, sehr hellen Sternen. Der Satellit wurde an der TU Graz entwickelt und wurde im Jahre 2013 im Februar von Indien aus gestartet, ist mittlerweile mehr als 2 Jahre im All und funktioniert hervorragend. Wir haben bereits etliche Gigabyte an wissenschaftlichen Daten gewonnen. Satellit hat mehr als 10.000 Mal die Erde umkreist und etwa 470 Millionen Kilometer zurückgelegt. Er ist für 2 Jahre Lebensdauer ursprünglich entworfen worden, aber die Daten sind so gut, dass wir mindestens für 2 weitere Jahre die Mission betreiben können. Die wissenschaftliche Zielsetzung liegt in der Astronomie und die Aufgabenstellung dient Astronomen, bessere Theorien über das Entstehen des Universums und über die physikalischen Vorgänge auf diesen hellen, massenreichen Sternen zu gewinnen. Derzeit arbeiten wir bereits im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation an unserer nächsten Mission, nennt sich OBSAT, hier auch bereits das Modell. Das ist ein Technologiesatellit, mit dem neue Verfahren für die Kommunikation im Weltraum getestet werden sollen. Start ist in der zweiten Hälfte 2017 geplant und derzeit sind wir in der Designphase. Im nächsten Jahr beginnt dann der Bau, der Test und die Verifikation. Unter anderem werden wir damit erstmalig optische Kommunikation vom Boden zu einem sehr kleinen Satelliten demonstrieren oder auch mit einem sogenannten Software-Defined Radio Möglichkeiten bieten, um im All verschiedene Signale von Schiffen, von Flugzeugen zu detektieren, aber auch Störer auf der Erde, die andere Dienste beeinträchtigen, zu lokalisieren und zu identifizieren. Magna Steyr baut seit den 90er Jahren die Treibstoffleitungen für die Ariane 5. Das heißt, wir sind eigentlich eher Anwender und nicht im Forschungsgebiet. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe hier in Graz. Wir beschäftigen uns auf der einen Seite mit der Herstellung der Treibstoffleitungen und andererseits auch mit Entwicklung von zukünftigen Treibstoffleitungen für die nächste Generation von Trägerraketen. Sehen wir hier so eine typische Treibstoffleitung mit einem Innendurchmesser von 185 mm. Das ist ein Schnittmodell, 1:1 Größe. Es wird verwendet, um das Haupttriebwerk, das Vulkan-Triebwerk der Hauptstufe mit Treibstoff zu versorgen. Am Schnittmodell kann man erkennen, es ist nicht eine gewöhnliche Rohrleitung im eigentlichen Sinne. Das Triebwerk kann lenken, es kann Lenkbewegungen ausführen. Das heißt, diese Rohrleitung muss diese Bewegungen mit ausführen können, wie man das sieht. Die niedrige Temperatur in der Leitung, man hat hier Flüssigwasserstoff oder Flüssigsauerstoff in diesen Leitungen drin, verursacht auch eine Schrumpfung des Bauteils. Somit muss auch diese Leitung in der Lage sein, diese thermale Last auszugleichen und um sicherzustellen, dass das Raketentriebwerk immer mit Treibstoff versorgt wird. Ja, das Kommen ist jetzt die Ariane 6, also die Ariane 5 ist ja quasi das Auslaufmodell, die was noch bis etwa 2025 fliegen wird. Parallel dazu arbeiten wir schon an der Entwicklung für die Ariane 6. Da arbeiten wir auch an neuartigen Treibstoffleitungen aus Aluminium. Und da werden wir in der Zukunft auch unseren Beitrag eben auf der Oberstufe und vielleicht sogar auch auf der Hauptstufe leisten. Der Grazer Weltraumtag ist eine Veranstaltung von der Stadt Graz, im Speziellen auf Initiative der Bürgermeisterstellvertreterin Martina Schröck. Und sie möchte zeigen, dass Graz auch Weltraumhauptstadt ist. Und es nehmen viele Institute teil, von Universitäten, verschiedene Firmen, die im Bereich Weltraum forschen, entwickeln. Und es ist dazu gedacht, den Grazerinnen und Grazern zu zeigen, wie aktiv Graz im Weltraum ist.
Am Vormittag haben wir ganz speziell Schulklassen aus Graz eingeladen. Das heißt, wir haben ausgeschickt an die Grazer Schulklassen, den Weltraumtag zu besuchen. Sie konnten verschiedene Angebote buchen. Also es gibt 50 verschiedene Startplätze, wo Schulgruppen kommen können. Zum einen, sie können einen Aufnahmetest machen, ob sie geeignet wären als Astronaut, als Astronautin. Sie können den Mars-Rover lenken, sie können das Weltraumrecht kennenlernen, Raketen bauen, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Sonne sprechen. Am Vormittag ist das Programm speziell für Schulklassen abgestimmt. Am Nachmittag sind alle Grazer und Grazerinnen eingeladen, mit den Wissenschaftlerinnen ins Gespräch zu kommen, beim Talk im Space zuzuhören um 15 Uhr, wo dann wirklich Vertreter und Vertreterinnen von der Weltraumorganisation, vom FFG, von den verschiedenen universitären Einrichtungen vertreten sind und die diskutieren zu verschiedenen Fragen des Weltraums. Zum Mittag haben wir ein spezielles Angebot heuer, das erste Mal für Senioren und Seniorinnen. Da gibt es die Meteoritensammlung vom Universalmuseum Joanneum. Da gibt es eine Spezialführung. Es gibt auch über Mittag eine Verköstigung mit einer Sternchensuppe und einer Planetensuppe. Und am Abend gibt es dann die große Abendveranstaltung. Also um 18 Uhr beginnt es mit einer großen Science Show. Da haben wir extra Vertreter aus Estland von einem Science Center eingeladen. Die werden uns zeigen, wie man die Schwerkraft außer Kraft setzen kann, wie das mit dem Rückstoßprinzip ist. Da wird es Explosionen geben. Um 19 Uhr beginnt dann im Auditorium im Joanneumsviertel der Science Slam, wo Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in kurzer Zeit, innerhalb von 8 Minuten, ihr Forschungsthema kurz und witzig auf die Bühne bringen. Und ab 20 Uhr findet die große Space Party statt, die wir mit Sondportal machen. Die Kinder können am Vormittag Schulgruppen kommen und verschiedene Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen kennenlernen, mit ihnen verschiedene Experimente machen. Sie können auch einen Kosmonauten treffen. Aber heuer haben wir auch noch eine zweite Attraktion, das Aerotrim. Da kann man probieren, wie sich der Körper anfühlt, wenn er um die eigene Achse gewirbelt wird. Wir haben auch das Bungee-Trampolin, da kann man ein bisschen ein Gespür für Schwerelosigkeit bekommen. Warum wir das machen, ist, dass wir zeigen möchten, dass Graz sehr aktiv ist in diesem Bereich, was Forschung betrifft und Entwicklung, aber auch der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, mit diesen Menschen, die in diesem Bereich forschen, ins Gespräch zu kommen. Und vor allem wichtig ist uns auch, dass wir am Vormittag die Schulklassen erreichen, weil wir wissen aus Erfahrung und auch aus Untersuchungen, dass das Interesse für Technik und Naturwissenschaften im Volksschulbereich und noch früher gelegt wird. Und ich denke mir, wenn dann irgendjemand mit 18 bei seiner Studiumwahl, wenn ihm wieder einfällt, da war ich doch einmal beim Weltraumtag, das wäre ein Thema, das würde mich interessieren, denke ich, haben wir schon gewonnen.